Was ist denn hier schon wieder los? Der Daniel kommentiert mal wieder von seinem Schreibtisch aus das Video. Das liegt daran, weil die Kamera irgendwie den Mikrofonadapter diesmal nicht richtig gefressen hat und ich einfach nur 2,5 Stunden wunderbares Pfeifen auf dem Video habe und deswegen schon ausrasten könnte. Und zum Zweiten, ich laufe hier ohne Moped, weil ich mich hier gerade mit dem Streckenposten unterhalten musste. Der Martin und ich hatten die tolle Idee, mal wieder einen Taunus unsicher zu machen. Und da waren wir nicht die Einzigen an dem Wochenende. Das heißt, da war richtig was los. Und wir mussten ein bisschen umplanen. Aber nichtsdestotrotz eine schöne Tour. Und die zeige ich euch nach dem Intro. So, ihr Lieben. Ihr habt es jetzt eben schon gesehen. Am Feldberg im Taunus war es richtig voll. Und zwar richtig, richtig, richtig voll. Die Szene, die ich da gezeigt habe, die haben wir am Roten Kreuz aufgenommen, wer die Stelle kennt. Ab da war quasi gesperrt. Man ist dann nicht mal in die Nähe des Feldbergplateaus gekommen. Einfach wegen Überfüllung. Weil, ich sag mal, aufgrund der aktuellen Situation und das alles, was Spaß macht, zu hat, gehen die Leute natürlich wieder spazieren, wenn das Wetter gut ist. So Bewegung in der frischen Luft ist ja immer gut. Und das heißt, dass es kontraproduktiv ist, wenn sich an diesen Stellen natürlich tausende Menschen aufhalten, wie geschehen. Und deswegen wurde das Ganze etwas dicht gemacht. Was jetzt beim Motorradfahren nicht ganz so schlimm ist, denn der Weg ist das Ziel. Und da kann man einfach wunderbar immer umplanen, einfach mal ein bisschen spontan sein. Das heißt, die Route, die ich ursprünglich geplant hatte, damit man so Orientierung hat natürlich, die kann immer mal wieder unterbrochen werden. Also mal so, mal irgendwelche Straßen gesperrt oder so. Eigentlich das Häufige, dass irgendwo Baustellen sind, von denen man keine Ahnung hatte. Oder jetzt in dem Fall halt einfach mal diese Spontansperrung oder natürlich, wenn ein Stau ist. Das ist immer das Schöne, finde ich persönlich so am Motorradfahren, dass man dann Sachen entdeckt, die man vorher nicht kannte. Auch wenn man jetzt in der Region jahrelang gelebt hat und irgendwie halt mal da hinten links noch nie war. Kommt ja oft genug vor. Ich genieße das wieder sehr, so Sachen zu entdecken manchmal, die eigentlich so in der Nähe oder ich sag mal in einem bekannten Dunstkreis um einen persönlich sind, die man dann immer wieder für sich entdeckt. Ich finde sowas schön. Und das ist irgendwie das Schöne, was ich persönlich am Motorradfahren finde, dass man da immer so viel entdecken kann. Ansonsten, die Tour habe ich euch natürlich wieder bei Kalimoto hochgeladen und ich weiß es gar nicht, wer hier von den Leuten, die sich meine Videos angucken, überhaupt in einer Gegend wohnt, die meiner nahe kommt und überhaupt Interesse hat, diese Touren nachzufahren. Wenn ihr das gemacht habt, würde ich mich gerne mal über einen Kommentar freuen oder so, wie ihr das empfunden habt, wie ihr euch das angeguckt habt, ob ihr war in irgendwo Lust habt, hier in die Richtung zu fahren. Also gerade beim Feldberg hatten ja schon einige geschrieben, da müssten wir mal wieder vorbeikommen. Finde ich ja cool. Dass dieses Mal wieder der Tonteufel zugeschlagen hat und ich keinen Ton auf dem Video habe, war jetzt auch so eine Sache, die mich wieder ein bisschen genervt hat. Also ich habe einfach so ein permanentes Pfeifen auf den kompletten Videos des Tages drauf. Habe ich direkt zu Hause auf dem Sofa festgestellt. Was mich dann noch mehr angefressen hat, ist immer dieses, wenn man es nicht reproduzieren kann, weil ich habe quasi wieder den Mikrofonadapter reingesteckt, das Mikro reingesteckt und habe auf dem Sofa einfach so eine Testaufnahme gemacht und alles perfekt, alles gut, alles funktioniert, Scheiße passiert. Ich finde es halt ein bisschen traurig, weil ich extra die ganze Zeit mein Mikro drin hatte, weil so spontanes Dahergeplappere immer irgendwie ein bisschen lustiger oder unterhaltsamer ist, mein Empfinden, als irgendwelche Sachen, wenn ich jetzt hier vom Rechner setze, mir mein Audio-Tool angucke, wie es meine Stimme in Balken umwandelt und ich mir irgendwas ausdenken muss, was ich sagen muss. Also das finde ich schade, weil wir haben echt lustig geschwatzt, sind schöne Sachen kommentiert worden und so weiter. Und das jetzt irgendwie künstlich nachzustellen oder so, das, das will ich nicht. Deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal mit diesen schönen Fahrbildern hier in Ruhe. Werde jetzt das Video noch ein paar Minuten auffüllen, Musik unterlegen. Vielleicht gefällt es euch ja auch, könnt ihr mal einen Kommentar dazu lassen. Und wie gesagt, falls ihr die Route nachfahren wollt, Link ist da.
Würde mich, wie gesagt, auch da immer über einen Kommentar freuen, falls das jemand getan hat oder irgendwie in seine Planung ein bisschen übernommen hat. Würde mich sehr freuen, wie gesagt. Genauso freue ich mich auch über Likes, Abos und besonders Kommentare. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit einem freundlichen Fahrt vorsichtig. Passt auf euch auf, genießt das Leben. Euer Daniel. Ciao und bis zum nächsten Mal.